Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist André und ich zeige euch nun, wie ihr in IntelliJ eine AOD-Übungsblattvorlage importiert, wo ihr Unit-Tests erstellen könnt, wie diese ausführt und wie eine Abgabe vorbereitet, damit ihr eure Lösung der Aufgabe auf Moodle abgeben könnt. Ich zeige das hier zwar auf Windows, aber diese Anleitung hat genauso Gültigkeit auf macOS oder einer Linux-Distribution eurer Wahl. Ich befinde mich dazu hier auf der Kurswebseite im Lernportal Informatik. Und ich lade mir beispielhaft mal die Vorlage zum Probeübungsblatt herunter. Das ist ein ZIP-Archiv, das müssen wir nun zuerst entpacken. Nun können wir das Projekt in IntelliJ öffnen. Dazu starten wir IntelliJ, das habe ich bereits getan. Klicken auf Open. Nun warten wir einen kurzen Moment, bis die Ordnerstruktur angezeigt wird. Und nun navigieren wir zu dem Ordner, den wir gerade entpackt haben. Den richtigen Ordner erkennen wir daran, dass dieses Ordner-Icon noch zusätzlich einen kleinen schwarzen Kasten mit einem weißen Strich hat. Wir wählen den aus, klicken auf OK. Wir klicken auf Trust Project. Und nun wird Gradle von IntelliJ eingerichtet. Es kann sein, wenn ihr zum ersten Mal ein Projekt mit Gradle öffnet, dass IntelliJ noch Gradle herunterladen muss. Das passiert allerdings automatisch und ihr müsst dann nichts weiteres tun. Nun zeige ich euch, in welchem Ordner ihr Tests erstellen könnt und wie das funktioniert. Dazu öffnen wir hier den Ordner, gehen auf SRC, Test und nun können wir hier in diesem Ordner einen Test erstellen. Mit Rechtsklick, neue Java-Klasse und dann könnt ihr euren Test erstellen. Und nun zeige ich euch, wie ihr einen Test ausführen könnt. Dafür gibt es zwei Wege. Einmal über Gradle. Dazu öffnen wir hier dieses Menü. Wir öffnen Tasks, Verification. Und nun können wir die Gradle-Task Test entweder mit einem Doppelklick oder mit einem Rechtsklick und dann auf Run ausführen. Und dann werden hier unten die Ergebnisse von den Unit-Tests angezeigt. Alternativ könnt ihr auch hier einen Rechtsklick auf Test machen. Und dann auf Run klicken. Oder ihr könnt auch jede Testklasse mit einem Rechtsklick und dann auf Run einzeln ausführen. Also so. Ich zeige auch mal, wie das aussieht, wenn ein Test fehlschlägt. Dazu ändere ich das hier gerade mal ab. Wir nehmen an, dass 1 plus 1 3 ergibt. Das ist natürlich nicht wahr. Führen das aus. Und es schlägt fehl. Jetzt gehe ich mal probeweise in irgendeine andere Klasse. Gucken wir hier die Ausgabe an. Hier ist ein blauer Text, der unterstrichen ist. Können da draufklicken. Und dann springt IntelliJ sofort zu der Stelle, wo der Test fehlgeschlagen ist. Das ist ziemlich praktisch, da man sich so sehr schnell zurechtfinden kann. Ich ändere das wieder ab. Nun zeige ich euch, wie ihr eure Abgabe vorbereiten könnt. Dazu müssen wir zuerst die Datei build.gradle.kts bearbeiten. Hier tragen wir unsere CU-ID, unseren Vornamen und unseren Nachnamen ein. Das mache ich mal beispielhaft. Ich nenne mich Max Muster. Und ganz wichtig, was ihr hier beachten müsst, ihr müsst wirklich eure CU-ID und nicht eure Matrikelnummer eintragen. Mit eurer TU-ID loggt ihr euch beispielsweise auch auf Toucan oder im Lernportal Informatik ein. Und nun können wir die Datei erstellen, die wir dann schließlich auf Moodle auch hochladen werden. Dazu öffnen wir wieder das Gradle-Menü, indem wir hier auf diesen Button gehen. Wir klappen Tasks wieder aus. Wir klappen dieses Mal alle aus. Und nun können wir die Gradle-Task Prepare Submission ausführen. Wieder mit einem Doppelklick oder mit einem Rechtsklick und dann Run. Es werden nochmal alle Tests ausgeführt und wenn es durchgelaufen ist, wird die Datei, die wir abgeben können, erstellt. Nun zeige ich, wo sich diese Datei befindet. Dazu öffnen wir den Dateimanager. Wir navigieren in das Projektverzeichnis, klicken auf den Ordner Build, Libs und hier ist die Datei, die wir abgeben müssen. Hier sind nur die .java-Dateien drin, die ihr auch für die Aufgabe bearbeitet habt. Nun gehen wir auf Moodle,
auf die Seite zum Abgeben der jeweiligen Hausübung. Nun können wir diese Datei per Drag and Drop hier in dieses Fenster reinziehen. Nun bestätigen wir nur noch die Abgabe und sind fertig.